sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören schon eine neue Signation für die Startup und auch eine neue Location für unseren Startup. Herzlich willkommen hier im Tennis Club Krems. Ich bin Birgit Perl, Moderatorin des ORF Niederösterreich. Und ich darf Sie sehr, sehr herzlich willkommen heißen zum Startup an Startalk anlässlich der 5. Starnacht aus der Wachau. Schön, dass Sie alle da sind. An dieser Stelle gleich ein herzliches Dankeschön an alle Medienpartner, an die Sponsoren und an die Partner. Ganz besonders wollen wir uns für die Gastfreundschaft bedanken beim Tennisclub Krems. Wir werden Sie jetzt in der nächsten halben Stunde wieder ausführlich über die Starnacht hier in der Wachau informieren. Wir haben, beziehungsweise Sie haben dann die Möglichkeit, natürlich Fotos zu machen, Ihre Interviews zu machen, alles im Zuge unseres Star-Talks. Und natürlich konnte es auch wieder gelingen, eine große Anzahl an nationalen und internationalen Stars hier in die Wachau zu bekommen. Und darüber dürfen wir Ihnen jetzt gleich mehr erzählen. Bitte begrüßen Sie mit mir auf der Bühne den Sendungsverantwortlichen für die Starnacht seitens des ORF, Florian Illich, und MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann. Ja, Florian, reden wir vielleicht gleich einmal darüber, was denn der Anziehungspunkt hier in der Wachau ist. Die Stars kommen zum zweiten, zum dritten, bestimmt auch ein viertes und ein fünftes Mal, wie wir sie auch aus Klagenfurt kennen vom Wörthersee. Was ist denn das Geheimnis der Starnacht? Ich glaube, das Geheimnis der Starnacht allgemein ist natürlich eine sehr moderne musikalische Mischung. Und das, was, glaube ich, auch ein bisschen der Catch ist und, glaube ich, auch für die Künstler, ist natürlich das Ambiente. Und gerade hier in der Wachau, wenn man auf der Bühne steht oder im Zuschauerraum ist und gegenüber Dürnstein hat und mit den Weinbergen im Hintergrund, die Ruine am Berg oben, das hat schon ganz eigenen Charme. Mittlerweile ist es nicht mehr so die große Selbstverständlichkeit, dass große Musikshows im Fernsehen, im Hauptprogramm übertragen werden. Jetzt gibt es ja bei der Starnacht mittlerweile eine dritte Location, nämlich die am Neusiedlersee. Ist es seitens des ORF ein klares Bekenntnis zu dem Genre Musik, Fernseh, Hauptabendshow? Mit Sicherheit. Also Starnacht ist eine extrem starke Marke, die kennt man jetzt natürlich schon über viele, viele Jahre. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, diese Marke wieder weiter auszubauen. Und haben natürlich jetzt auch mit dem Neusiedlersee und mit der Wachau vor 5 Jahren, wir sind jetzt zum 5. Mal schon hier, so ein kleines Jubiläum, Plätze gefunden, die man so in der Form überhaupt nicht kriegt. Und ich glaube, das ist genau diese Mischung zwischen Genre, Künstlern, verschiedene Sektoren, die da in der Musik abgedeckt werden, und eben diesen Flächen, die wir da sozusagen bespielen und auch das Ambiente dem Publikum zeigen können. Und ihr habt einen starken Partner mit dem MDR mit im Boot, zum zweiten Mal dabei. Das heißt, die Erwartungen vom Vorjahr sind völlig erfüllt worden. Absolut. Wir haben ja jetzt schon einige Starnächte insgesamt gemacht, das zweite Mal eben hier aus der Wachau. Die Leute bei uns lieben dieses Programm, sie gucken es sehr gerne, schalten es sehr gerne an, und insofern sind wir gerne wieder gekommen. Der MDR ist bekannt für seine vielen, vielen Musikshows. Die Starnacht passt natürlich da perfekt dazu. Wie schaut es denn generell mit Kooperationen mit dem ORF aus? Also wir machen 30 Musikshows im Jahr, das ist schon eine ganze Menge, und 10 davon machen wir zusammen mit dem ORF. Da ist schon einiges zusammengewachsen und wächst, glaube ich, noch weiter zusammen, und insofern machen wir das sehr gerne und werden es sicher noch weitermachen. Ja, und zwei, die den heutigen Abend kaum noch erwarten können, stehen jetzt schon in den Startlöchern. Ich bitte um einen großen Applaus für Barbara Schöneberger und Alfons Heider. Guten Morgen, hallo. Hallo Alfons. Barbara, ich darf dich auf meine linke Seite bitten. Voriges Jahr war alles mega stressig. Du bist ja aus Deutschland, glaube ich, erst in der Früh gekommen, dann gleich direkt zum Star-Talk. Ich glaube, diesmal war es ein bisschen entspannt, oder? Ja, ja, total. Ich musste letztes Jahr noch NDR-Talkshow machen, weil es schon ewig im Kalender stand. Und dann hat man mir netterweise erlaubt, dass ich die Generalprobe nicht mitmache, was ich total doof fand. Weil das ist ja das Tolle hier, dass du im Prinzip die Generalprobe machst, gehst rein und denkst dir, super, ist nur Probe, geht um nichts. Und am nächsten Tag machst du die Show und denkst dir, super, haben wir gestern schon mal gemacht, und ist wieder easy eigentlich. Und das war natürlich, im letzten Jahr hat mir das ein bisschen gefehlt, aber war auch okay. Ich nehme es, wie es kommt. Okay, und wie war die Generalprobe? Ja, super easy. War nur Probe. Ja, das ist, ich mag ja immer gerne, weil wir sind ja beide nicht so Einstudierer, und wir fanden es eben gut, dass wir, also ich würde ja gerne manchmal die Probe auch schon senden. Also ich wünsche manchmal, es wäre ein bisschen schlechtes Wetter, vielleicht so nicht so ganz schlimm, aber so, dass man sich dann doch letztendlich, wir machen die Show, aber man entscheidet sich dann, die Generalprobe zu senden, weil ich lieb's, wenn man alles halt zum ersten Mal macht. Je länger man es macht, desto schlechter wird es. Das kennt man ja von anderen Zeiten des Lebens. Okay, ich frage jetzt nicht nach. Alfons, du wärst auch dafür, dass wir schon die Generalprobe senden? Ich habe den Martin Ramosch jetzt zugeschaut. Zuerst hat er noch begeistert, ja, dann hat er doch, na, zweimal ausverkauftes Haus, wir müssen, egal was ist, wir müssen beide machen. Aber es stimmt wirklich. Und vor allem ist gestern nichts passiert, das macht mich nervös.
Ich bin ein bisschen abergläubisch, also wenn was passiert wäre, irgendetwas, aber es ist ja nichts passiert. Genau, du als Theatermensch weißt genau, wenn bei der General. Und zwar alles reibungslos über die Bühne gegangen? Es ist nicht einmal, es ist nichts ist ausgefallen, kann es umgefallen, kein Mikrofon hat nicht funktioniert. Also wir haben heute alle Chancen dieser Welt. Aber es wird halt auch klappen. Ich habe gestern in Guten Morgen Österreich gesehen, dass unsere Radio Niederösterreich-Astrologin, die Eva Vaskovic-Fiedelsberger, ein Horoskop gemacht hat für die Starnacht. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch gesehen habt, und sie hat gesagt, da sind, ich habe es vergessen, wie viele Planeten genau super in der Konstellation. Also das muss heute super werden. Ja, das habe ich auch gesehen, aber sie hat zu mir gesagt, Herr Heide, in ihr Leben wird eine blonde Frau treten, die nicht rausgehen, nicht rauszukriegen sein wird. Das hat mich ein bisschen nervös gemacht. Ich habe gesagt, können Sie mir sagen, aus welchem Teil die kommen? Jetzt hat sie gesagt, dass den Norden auch das stimmt. Ja. Dann habe ich gesagt, Fiedelsberg, ruhig, nicht weiter reden, ich will nichts wissen. Wobei soll er lieber Schlechteres als die Barbara passieren? Überhaupt nicht. Das wäre das Gute, neben mir kommen wir nie zu Wort. Also wenn wir ein Mikrofon hätten, wäre es viel besser. Alles klar, du bist schimmig ein bisschen angeschlagen, kann das sein? Oh. Ja, wir haben gestern ein bisschen gesungen am Abend. Ja. Der liebe Gary Friedl und ich haben ein bisschen gesungen in der Nacht. Und okay, aber jetzt singen wir mal lieber nicht auf der Bühne, ne? Oh ja, kann man. Geht schon. No. Baby. Müssen die Ruhe haben. Okay, das machen wir anders mal. Was ich euch natürlich auch noch fragen wollte, ihr habt ja eigentlich immer schon eine rechte Gaude im Vorfeld, das danach, denn ihr dürft diese netten Filme machen, die diesmal ganz im Zeichen von Mariandl stehen. Wie war's? Ja, lustig ist, das ist natürlich fester Bestandteil unserer Arbeit, dass wir einmal auch richtig ran dürfen und wir funktionieren als Schauspieler, finde ich, wirklich super zusammen. Wir haben ein Spitzen-Timing und das ist einfach immer sehr lustig und dann dreht man irgendwelche wilden Sachen und hinterher wird es zusammengeschnitten und dann ist es eigentlich immer toll. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch diesmal wieder, und wir schlüpfen in alle möglichen Kostüme. Das letzte Mal war es nicht so dankbar für mich, da war ich ja ein kleiner Knappe auf der Suche nach Richard Löwenherz und diesmal durfte ich immerhin Dirndl tragen, also ich arbeite mich nach oben. Also Barbara Schöneberger als Mariandl? Ja, Logo. Ich musste halt, das ist natürlich jetzt auch meine Rolle, also ich weiß nicht, was es ist. Wir waren mehrfach also besetzt. Also ich war die Junge und die Alte. Ich hänge so in der Mitte. Bald spiele ich nur noch die Alte. Das dauert aber noch. Das dauert Gott sei Dank noch. Ja, was macht ihr jetzt noch bis zum Auftritt heute Abend? Schlafen gehen. Oh, bitte nicht verschlafen, wenn es leicht geht, okay? Ich bin immer älter geworden. Ich bin aus der Maske rausgegangen und bin immer älter geworden. Also ja, der alte Moser und der alte Rudolf Brack, muss ich ehrlich sagen, das tut weh. Also bis du Rudolf Brack wirst oder Moser, das tut sehr weh. 17 Klammern da am Schädel und die Perücken, das, aber es war sehr lustig. Ja. Es war irgendwie wirklich lieb. Ja. Und da habe ich gedacht, siehst du so, wie es du ausschauen einmal. Ja. Der wird sie mir einen Rollator borgen. Gemeinsam dann rollt ihr dann durch die Wachau über die Starnachtbühne. Schauen wir nicht weiter in die Zukunft, außer bis heute Abend. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Toi, toi, toi. Der Wettergott wird euch hold sein. Es wird alles super sein. Danke, Barbara Schöneberger und Alfons Heider. Mal an, der technische Aufwand, der ist jedes Jahr enorm. Bleibt das gleich oder steigert sich das eigentlich von Jahr zu Jahr? Ich glaube, es steigert sich immer ein wenig. Also wir sind hier wieder mit dem größten Produktionsmittel vor Ort, also mit unserem Ü22, haben hier 11 Kameras im Einsatz, 4 Funkkameras, eine Steadicam, eine Schienenkamera, haben eine sogenannte Scherenbühne in 22 Meter Höhe, einen Kameramann, damit man wirklich diese tolle Wachau dementsprechend auch ins Bild umsetzen kann. Lässt sich das mit irgendeiner anderen oder mit einem anderen Genre noch vergleichen? Sportübertragungen, sind die ebenfalls so aufwendig? Sportübertragungen sind eher noch ein wenig aufwendiger, jetzt von zum Beispiel bei der Abfahrt, also von der Länge her, also da gehen wir in Richtung 22 bis 40 Kameras, aber hier ist es ja eine Bühne und daher dementsprechend auch 11 Kameras im Einsatz, aber trotzdem ein enormer Aufwand. Stichwort noch HD? HD, natürlich in HD, in der gewohnten Qualität des ORFs und auch tonmäßig in Dolby Digital 5.1, also wirklich auch tonmäßig dementsprechend auch umgesetzt. Alles klar. Und der ORF hat eigentlich für alle Eventualitäten gesorgt, um die Starnacht ja nicht zu verpassen. Was ist da alles am Programm? Ja, es gibt ja nicht nur Fernsehen und Radio im ORF, sondern auch online auf gleicher Augenhöhe und wird auch immer wichtiger. Und mit der TVT, die jetzt im Monat rund 30 Millionen Videoabrufe haben, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir das live streamen für jene, die nicht zu Hause sind, über die Apps und auch im Ausland. Und für jene, die die Sendung versäumt haben, können Sie 7 Tage lang On Demand anschauen, und das ist natürlich auch ein super Service für das Publikum. Gut, jetzt haben wir schon gehört, im Fernsehen sowieso, natürlich auch mit Livestream im Internet, aber auch im Radio. Radio Niederösterreich überträgt bereits zum dritten Mal
die Fernsehsendung im Radio. Hat sich das offenbar wirklich gut bewährt? Allerdings hat es auf jeden Fall, bevor ich noch darauf eingehe, möchte ich sagen, seit es die Startups aus der Wachau gibt, werden alle Pressekonferenzen und alle Startups von der Birgit Perl moderiert, die das so charmant und souverän macht, das ist großartig. Dankeschön, Birgit. Wow. Ein Lob vom Chef, Dankeschön. Die Übertragung, wir machen das natürlich parallel zum Fernsehen, nicht heute Abend. Erstens einmal sind ja manche Leute unterwegs. Denen wollen wir die Starnacht natürlich auch nahe bringen. Zweitens einmal ist es ein sehr eleganter Weg, natürlich auch im Radio, wir haben doch jeden Tag mehr als 500.000 Hörer, ein sehr eleganter Weg, gleichzeitig zu sagen, die ist im Radio und im Fernsehen, weil wir wollen ja auch, dass viele zuschauen. Aber es gibt schon einen kleinen Vorgeschmack, also wir müssen nicht warten bis nächste Woche. Was steht morgen auf dem Programm? Dadurch, dass eben der Sendetermin nächste Woche ist, haben wir den Vorteil, wir haben am Sonntag in der Früh schon eine Aufnahmespezial zwischen 9 und 10. Jetzt dann gleich nachher wird die Birgit da verschwinden und die Stars der Reihe nach sich vorknöpfen, im besten Sinne des Wortes, um Interviews zu machen, die es dann alle morgen schon zu hören gibt mit den Stars zwischen 9 und 10. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Promotion, eine Werbung für die Sendung nächste Woche. Ich freue mich schon auf alle meine Interviewgäste. Ihr seid alle schon informiert, dass ich dann mit euch Zeit verbringen möchte. Ich entschuldige mich schon ein bisschen, wenn die einen oder anderen auf Spur warten müssen, aber ich versuche wirklich so schnell wie möglich die Interviews über die Bühne zu bringen. Vielen Dank für eure Bereitschaft auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt sehr, dass er jetzt hier auf der Bühne gleich sein wird. Ich bitte um einen Riesenapplaus für Lemo! Die Jungen spielen Gitarre, die Alten spielen Schach. Das wäre gar nichts gewesen, das wäre alles ganz normal. Das wäre ein ganz normaler Tag. Ich will nicht wissen, was du tust, will nicht haben, was du denkst. Oh, oh, oh. Ich will weit weg, ich krieg die Splitter meiner Seele und dann zapp ich vor der Tür. Ich lass die scheiß Stadt hinter mir. Da färbt sich langsam grau. Im Rückspiegel seh ich Flammen, aber ich schau nicht sogar noch. Und ich lass mein Fenster runter. Der Wind in meinen Haaren, dreh die Musik ein bisschen lauter. Scheißegal wohin, Hauptsache fahren, fahren, fahren. Ich will nicht wissen, was du tust, will nicht hören, was du denkst. Ich will weit, weit weg, ich leg die Splitter meiner Seele und dann zapp ich vor der Tür. Ich lass die scheiß Stadt hinter mir. Vielen Dank. Prima, lieber Wien, Lemo. Danke dir. Wolltest du wirklich was hören? Ja, gibt Gas. Ja, okay, was mach ich denn? Was Geiles. Was mach ich denn? Irgendwas Geiles. Geiles.
Okay, ich mach das selber wie gestern.
Und notieren Sie sich schon einen neuen Termin. Die Starnacht wird es auch wieder 2017 geben. Wieder am 1. September Wochenende. Am 1. und 2. September wieder aus Rossatzbach in der Wachau. Ich sage vielen herzlichen Dank und wünsche Ihnen für heute Abend ganz, ganz viel Spaß mit der Starnacht aus der Wachau. Danke und auf Wiedersehen.